Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls. Ja, es geht weiter hier diesen Bereich auszuheben. Das dauert alles ein bisschen. Jetzt müsste ich erstmal wieder hier vorbei. Und ja, halt zum Erregen. Da laufe ich jetzt einfach dadurch. Das geht am schnellsten. Passt. Vermutlich muss man das gar nicht machen, aber ich möchte die Level gerne sauber haben. So. Dann mal links rüber. Ah, da warten diese dämlichen Oger schon. Sogar zwei Gruppen. Jawohl. Ah, wechseln sie. War doch nur eine Gruppe, die zweimal angezeigt wurde. Okay. Was machen wir da eigentlich? Sneak into Pyrox Lair. Ja. Sind wir drin. Aber einen Sinn dahinter haben sie mir nicht gesagt. Bisschen blöde. Zwei neue. Na gut. Kriegt natürlich jetzt den Cleave ab. Wenn da einer gewesen wäre. Ich habe allerdings auch mir keine Buffs gegeben. Das muss ich auch gleich mal, oder kann ich auch jetzt nachholen. Machen wir den. Und hier machen wir auch mal auf Melee-Schaden. Klang. Stunts. Put. Wieder was zum Verkaufen. Und dann kann der heilen. Und dann fangen wir hier mal mit an. Okay, ist nicht weggelaufen.
heißt. Das Geklebe ist natürlich nicht optimal. Der hängt aber fest. Müssen wir gleich die Positionen mal wechseln. So. Wobei der jetzt eh Matsch ist. Na, nicht die Runde. Aber sobald. Da kann aber jetzt leider auch nur einer hin. Plank. So, kaputt. Wo ist er hin? Kleine Räumchen hier drin. Ich vermute fast, dass das irgendwelche leeren Räume mit Betten sind oder so. Wir haben natürlich hier auch noch den ganzen Abschnitt. Kaputt machen. So. Einsammeln. Das ist alles Müll. So, was ich jetzt auf jeden Fall wegmachen will, sind diese beiden Räume. Wenn ich jetzt so mache. Ich hoffe mal, dass der jetzt danach noch weiterlaufen kann. Wunderbar. Stellen wir hier hin. Schön. Und dann schlagen wir den jetzt hier kaputt. Der kann bloß leider nichts tun. Kann allerdings jetzt auch sein, dass die versuchen, direkt umzulaufen, wenn die den Weg verstopfen. Aber ich schätze, dadurch, dass es Fernkämpfer sind,
Halten die das nicht für nötig? Bisher stellen sie sich jedenfalls nicht besonders clever an. Der nächste bitte. Komm her. Wunderbar. Das gleiche dann gleich auf der anderen Seite auch noch. Sind natürlich sehr lange, sehr unspannende Kämpfe. Na komm schon her. Da. Ich kann halt nicht da reinlaufen, weil dann auch noch von der anderen Seite draufgeschossen worden wäre. Die Bogenschützen, die sind zwar nicht besonders stark jetzt noch, aber vor allen Dingen in der Masse. Und wenn man dann doch noch mit einem Magier rein müsste, den Magier könnten sie dann schon mit ein bisschen Glück umschießen, wenn sie sich halt entsprechend darauf fokussen würden. Klüm. Haha, da bin ich wieder. Den kann ich jetzt auch stürmen. Das war nicht ganz optimal. Ah, der hätte noch die Fähigkeit. Ah, noch. Aber plönk, plönk, plönk. Okay. Da ist genau nichts. Dann schauen wir jetzt hier auch mal rein. Da haben wir einen Guardian Hellhound. Da liegt zwar einer, aber eine Schlafkammer war das jetzt nicht.
unspektakulär. Dann gehen wir hier auch noch rein. Nochmal. Okay. Haben wir das schon untersucht hier? Nein. Gut, dann weiter mit dem Raum. Da müssen wir einmal dran vorbeilatschen. Hier sind keine neuen. Sehr schön, Francie. Da steht die natürlich nicht ganz optimal. Kaputt. Ich hoffe mal, dass da jetzt noch einer rankommt. Jo, schön. Der Battle Frenzy ist natürlich jetzt schon wieder ausgelaufen. Er hat ihn noch. Flop. Mist, das war die falsche Piste. Egal. Dafür ist der Cooldown da nur sehr kurz. Flip. Gut. So, der letzte, also der hier, der könnte noch kommen. Der da hinten, der hat seine Position gefunden, wo er stehen will. Der unten ist einfach zu blöd. Dann machen wir das anders. Stellen wir den hier hin. Hilft nicht. Müssen wir irgendwie die Bedingungen so verändern, genau, dass der auch rankommen will. Es kann aber sein, dass das jetzt der andere war. Nice, war der von dort, von unten. Der hier steht noch da.
Aber da kann ich jetzt auch einfach... Na, okay. So ist auch gut. Schießen zwar jetzt auch beide. Aber dafür brauche ich keine Angst haben. Der hängt fest. Dann laufe ich jetzt erstmal vor. Bind den los. So. Na, können wir besser noch ein Feld gehen, damit der mit einem Abstand dahin kann und dann nicht geklieft wird. So. Der könnte jetzt jedenfalls eine Heilung brauchen. Der heilt immer noch mit der kleinen Heilung und reißt den komplett voll. Vielleicht hätte ich die Fähigkeit zuerst benutzen sollen, zuerst schlagen sollen. Vielleicht hätte ich bei dem auch doch die Rüstung so ändern sollen, oder sollte ich so ändern, dass der weniger Plus-Heal hat und dass er statt den kleinen Heals die großen verwendet. Andererseits ist ja auch der Group-Heal, glaube ich, ein kleiner Heal. Da müsste ich mal gucken. Da. 250 bis 200. Ja, das ist ein kleiner Heal. Naja, das ist sogar noch kleiner als der kleine Heal. Und auf den kommt es im Endeffekt an, weil ich den natürlich in den schweren Kämpfen verwenden muss. Und wenn der zu schwach ist, dann reicht das andere auch nicht. Wein! Nicht, dass man damit irgendwas anfangen könnte. Wobei da jetzt auch normaler Wein bei war. Einfach nur ein Lager. Okay. Aber wir könnten auch einfach durch die Tür gehen. So. Mhm. Hier sieht es wieder interessanter aus. Aha. Naja, ein paar Wertgegenstände, sage ich mal, aber nichts, was mir wirklich weiterhelfen würde. Scheint sich hier wohl vorzuziehen. Okay, und der letzte. Heierling. Mhm. Die lassen wir mal schön hier ankommen. Und pusten sie dann um.
nicht mehr. Kommt kein neuer. Dann pusten wir da mal rein. Sollten eigentlich zwei erwischen, oder? Jo, nochmal. Oh, damit haben wir ihnen ein wenig Motivation geben können. Das hat gesessen. Besser ist das. Na, jetzt kommt dieses kleine Mistzeug angelaufen. Das nützt mir natürlich ziemlich wenig. So nicht. So aber. Ja, wenn die jetzt sowieso alle casten, kann ich ja reinlaufen und die kaputt schlagen. Ist aber ungeschwonnen. Der hier ist gleich hops. Scheint aber noch was in dem Raum zu sein. Quatsch. Ah ja. Mehr von der Sorte. Machen wir mal den kaputt, den wir schon angefangen haben kaputt zu machen. Zisch.
Erste. Ich denke, den kriegen wir einfach mit weggekleeft. Und jetzt muss ich den töten, um da vorbeizukommen, oder? Ja, wäre besser gewesen, den anzugreifen. Machen wir den kaputt. So. Bisschen Gold und ein Trank. Na, supi. Ja, was haben wir gelernt? Gelohnt hat es sich nicht. Aber das habe ich auch fast erwartet. Na gut, dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Magical research. Magical and authorized agents only. Please ignore all voices in hell. They do not want to help you. Okay. Das sind ein paar mehr. Mindtaker, 2 Stück. Och ne, habe ich ja also gar keine Lust drauf. Noch tun sie nichts. Die Mindtaker. Jetzt wird's knifflig, wenn diese Mindtaker kommen. Vielleicht können wir die aber auch hier drüber ein bisschen anbraten. Das hat ja mal gar nicht funktioniert. Wobei, noch das sieht gut aus. Wenn die da auch noch nichts tun, könnte ich den einen theoretisch stehen lassen. Und die jetzt einfach so lange wegcasten, wie die eh nicht rankommen. Machen wir das so. Das schon etwas dauert. Bing. Critical, critical.
Ja, mach du mal. Nein. Falsch. Den. Den. Da hinten ist die Tür halt auch offen. Es könnte sein, dass da auch noch irgendwelche Freaks durchkommen. Eine Typi hatte sich bewegt. So, und damit haben wir den schon verloren. Den bleibe ich draußen stehen. Ich sitze. Nee, den übernehmen geht's noch. Problematisch wäre halt der da, der da. Nee, Moment. Wenn die den übernehmen, habe ich ein Problem, weil der als erstes dran ist. Also wenn die den mit ihrem Zug übernehmen. Das hier würde theoretisch sogar noch funktionieren. Der ist terrified. Theoretisch sogar noch funktionieren. Charmed. Nee. Dann ist der auch direkt dran. Ja, okay, das war jetzt verdammt unnötig. Aber weiß ich Bescheid. Wenn die den charmen, ist der direkt wieder dran. Da machen wir aber jetzt dieses Mal ein bisschen schneller noch. Da caste ich jetzt mit zwei Leuten AOEs rein. Müssen die halt die Position wechseln. Das geht schon. Bisschen Feuer und ein bisschen Abkühlung. Aber die Gegner finde ich doch etwas over the top. Also zumindest mit der die Chance, die die jeweils haben, die zu übernehmen, ist einfach extrem krass. Und dadurch, dass das Übernehmen so stark ist, dadurch, dass meine Leute dann irgendwie ja mit einem Angriff einen von mir zerstören können.
Der ist zwar fast tot, aber der hält noch gut was aus. Der kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Dann halt nicht, dann macht er das den Rest. Daneben. Ja, okay, dann haben wir den jetzt um. Da liegt ja doch noch einer. So. Na, sehr schlecht. Super. Speichern. Weiter geht's. Müll, Müll, Müll. Kuchen können wir auch nicht brauchen. Ich nehme das trotzdem mal mit. So. Zweimal Elite Warrior. Terror Agent, der ist nicht so kritisch gewesen. Der hat halt Terror gemacht, wenn man draufschlägt. Okay, jetzt werden es doch etwas viele. Dann gehen wir halt wieder zurück. Ist gerade aber sehr schön am Platzen. Der wird seine Mana mal behalten. Den anderen Schild kann ich leider nicht einstellen. Und der nächste. Besonders viel kann ja aber auch nicht sein, aber ich nehme an, dass da noch ein starker Gegner irgendwo drin hängt. Deshalb muss ich auf jeden Fall nach dieser Gruppe wieder rasten gehen. Beziehungsweise ich schaue mich dann mal kurz um und werde dann rasten gehen. Der ist gestunt. Dafür haben wir noch ein bisschen Mana. Der nächste bitte. So. Ich komme jetzt auf beiden die Fähigkeit. Ach Gott, sofort gestunt. Da kann er jetzt besser Schaden machen. Mal gucken, wie viele Schläge er hinbekommt. Einen. Immerhin ein Schlag. Riposte.
Aha! Ne, nicht gestunt. Stand aber jetzt jedes Mal stunt. Hm, seltsam. Da oben ist aber noch der andere Terror Agent, glaube ich. Noch genauso kaputt. Wobei der Kleriker jetzt auch keine Mana, also gar keine mehr Mana mehr hat. So, heilen kann er. Ne, ist der andere. Die lasse ich jetzt übrig zum Heilen. Um dann noch eine Notfallheilung rauszuhauen. Schön kaputt. Pyrock Labs, authorized personnel only. Maximum containment, high defense, authorization required. Viele kleine Räumchen. Geht nicht auf. Der schon. Simulacrum. Naja. Ambler, okay. Die kriegen wir noch gerade so besiegt. Quatsch. Ja. Mit Spines ist es nicht so cool. Der trifft aber kein Stück da. Kaputt.
Free him! Naja, gut, das macht jetzt keinen Unterschied, die 50. You wonder what this stuff is for. Cool. Magical Energy. Achso, wir haben im Moment eventuell wieder genug, um das... Schön. Blablabla, ist genau derselbe Text wie eben auch. Free him. Ja. Auch das gleiche. Dann machen wir noch und werfen noch einen kurzen Blick rein, was dort ist. Aha. Oh je. Ja gut, aber das sollte mittlerweile auch verhältnismäßig einfach gehen, hoffe ich. Seit dem letzten Doomguard ist ja doch wieder ein bisschen was vergangen. Und davon abgesehen habe ich ja gelernt, dass man nur das Original töten muss und dann theoretisch die Zone verlassen kann. Dann würden die anderen automatisch da verschwinden. Aber rasten sollte ich dafür dennoch. Den an und machen wir Lock of Blades an.
Hoffe ich mal, dass hier jetzt kein Respawn ist von irgendwelchen kleinen Leuten. Sieht gut aus. Jo, dann geht's zum nächsten Mal wieder gegen den Doomguard weiter. Bis denn!